Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Wir arbeiten uns gerade hier den Turm hoch, denn wir haben uns dank Rays Hilfe hier an den Alps vorbei gearbeitet. Und das ist gut so. Das finde ich wirklich gut. Oh! Es auch schaffen, durch das ganze Zeugs hier durchzuschlagen. Ne? Ja, gleichzeitig machen wir die Metallschrott- oder Maschinenteile-Mission. Das finde ich sehr gut, nämlich. Damit können wir nämlich dann noch einer anderen Quest hier ein bisschen Erfolg mit sich bringen, weil wir hier eh durch müssen. Und ja, es ist natürlich eine gute Fügung, dass wir hier. Ah, siehst du da? Ah, warum ist es so hell? Huch. 3 Jahre vor der Exekution. Boah, ist das bombastisch riesig. Gratulation. Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen, nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. Mhm. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Aber wer? Das ist gar nicht hier jetzt, hier. Ja, wer hat es geplant? Vielleicht ist er irgendwelchen Leuten gefährlich geworden. Jawohl, ja. Irgendwo rennt hier noch Zeugs rum. Auf alle Fälle kriegen wir hier weiter. Hier scheint's zu. Oh, diese Geräusche. Was ist das für eine Anleitung? Ach so, Anleitung, kleine Energiespeicher halten. Vor allem, hier war irgendeiner schon fleißig am Arbeiten, wie es scheint. Hier ist der nächste Fahrstuhl, da müssen wir hoch. Nee, ich will die Viecher hier. Ein Code, okay. Für Hacken habe ich, glaube ich, noch nicht die Fähigkeiten. Die Frage ist, den Code kriegen wir wahrscheinlich irgendwo. Ich guck mal kurz, ob wir hacken könnten. Finde die richtige Kombination mit Hilfe der Gleichung. Einige Ziffern sind größer oder kleiner als andere. Grüne Ziffern sind korrekt und bleiben stehen. Gelbe sind an der falschen Stelle und rote sind nicht in der Kombination. Ah, das ist sowas wie Versuch 1. So, wir machen mal 4, 7, 5, 8. Grün ist richtig, ne? So, das heißt, 7 und 5 sind überhaupt nicht drin, ne? Das heißt, ich mach mal 1, 3, 4. Wieso kann ich 4 nicht nehmen? 2, 4, 1. 4 ist richtig. 1 und 3. Geht doch. Okay. Hochempfindliches Sensormodul.
Wir haben schon wieder eine Quest abgeschlossen, von der wir nicht wissen, dass es sie gibt. Schlechter Zeitpunkt. Ja, das ist wahr. Nochmal Elex. Okay. Ist gut. Also, dass wir hier Quests abschließen, finde ich ein bisschen seltsam. Eher hätte ich dann so nicht verkäufliche Questgegenstände. Und wenn wir dann irgendwann dazu kommen, dass die Quest überhaupt eine Relevanz hat, dass wir dann sagen können, ey, guck mal, wir haben es hier. Oder, was bist du für einer? Das Biest kaufe ich mir. Was piept da? Piep bist du. Was hat denn da gepiept? Elektroschrott. Wir kriegen Elektroschrott aus dem Vieh. Das ist schön. So, Machtstoß, Elex. Okay, hier ist was rot. Rot ist nie richtig gut. Also. Ach, das ist der Cleanbot hier gewesen, bestimmt. Ich glaube, wir sind auch schon fast ganz oben. Hier sind die anderen. 3 von 6 Maschinenteile haben wir. Ach, damit haben wir die Quest durch. Die anderen 3 Maschinenteile hat er nämlich schon, hat er gesagt. So. Dit, dit, dit. Großer Elixitbeutel. Okay. Was war hier mit drücken? Warte mal, Objektsicht. Was ist das? Warum ist das rot? Müssen wir hier irgendwas tun? Hier ist Gold, ne? Goldbrocken. Sehr schön. Von mir aus kann hier noch mehr sein. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, jetzt kommen wir noch komplett nach oben. Hm, was? Oh. Okay, das steht einfach hier so an der Seite. Machtwelle. Machtstoß. Das brauchen wir dann nachher alles, um irgendwelche Kräfte durchzuführen. Sowas wie die Bomben und Granaten und so weiter wahrscheinlich, ne? Ach. Stimmt, da war ja was. Hi, Falk. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Ja, jetzt gib mir dein Elixit. Nee, nee, komm, ist schon gut. Schon gut. Ich stehe in deiner Schuld. Das werde ich nicht vergessen. Nun kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. Falk gefällt das und Ray gefällt das. Das gefällt mir nämlich auch gut. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Der könnte ein Waffengefährte werden, ne? Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Mhm. Um welche Ressourcen handelt es sich? Wir brauchen immer neue Rekruten, die sich unserer Sache annehmen. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert. Und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Ja. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon.
Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Vor allem auffällig, ne? Okay, ich nehme dich mit. Aber mein Wort ist Gesetz. Diese Entscheidung wirst du nicht bereuen. Meine Waffe ist deine Waffe. Hoffen wir es. Wo treffen wir uns, falls wir getrennt werden? Wir treffen uns vor den Ruinen westlich von Goliath. Alles klar. Den Treffpunkt werde ich schon finden. Es gibt noch so viel zu entdecken. Interessant zu sehen, was als nächstes kommt. Welche Elektroteile suchst du? In dem stillgelegten Konverter von Edan soll sich ein hochempfindliches Sensormodul befinden. Ach. Ich soll eine hochleistungsfähige CPU aus einer speziellen Kampfmaschine der Alps im Kriegsgebiet von Abessa finden. Aha. Ich brauche dann noch etwas von dem Spezialmetall Gaurodium aus dem Meteorkrater von Ignadon. Das Gelenk einer Vorkriegsmaschine soll sich auf dem Schrotthaufen des Forts der Outlaws befinden. Das brauche ich auch. Ach was. Und ich brauche eine Miniatur-Elex-Batterie, wie sie in den Gleitern der Alps verwendet werden. Ah ja. Und das ist dann alles, ja? Richtig. Am besten du speicherst das in deinem Adjutor. Okay, wenn wir sagen mitkommen, dann ist er der Einzige, der mitkommen darf, ne? Komm mit. Ihr seid schon genug. Mehr würden dich nur behindern. Ich bleibe hier. Okay. Okay, Ray. Sag mal, wie stehst du jetzt eigentlich? Alles noch dran? So gerade noch. Okay, Leos Aufenthaltsort wollen wir noch nicht machen. Ja, wir sind jetzt hier oben. Das heißt, da unten drunter. Da gehen wir mal jetzt rüber. Wow. So, weiter. So. So, hier unten ist jetzt nämlich, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, aber unser Questziel. Da hat was geklappert, okay. Können wir hier noch am Lagerfeuer schnell was brutzeln? Jawohl, wir können noch Suppen machen. Dafür haben wir kein Asselfleisch mehr. Hatten wir überhaupt Asselfleisch dafür? Scheinbar nicht. So, dann können wir hier noch das. So, dann haben wir noch ein bisschen was zu futtern. Corin, genau. Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Hier. Das habe ich im Konverter gefunden. Dein Bart ist. Wahnsinn! Du weißt gar nicht, wie tief ich in deiner Schuld stehe. Ganz tief. Hier. Nimm so viel du tragen kannst. Jetzt wird man nachsichtig mit mir sein. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist eine ehrliche Haut. Danke. 200 Splitter, 400 Erfahrung, nochmal 200 Erfahrung. Cool. Bringst du das Zeug jetzt nach Goliath? Ich werde mich bald aufmachen. Hoffentlich bricht dieses Monstrum nicht über mir zusammen. Du kommst schon klar. Ja, ich bin zwar nicht so leichtfüßig wie du unterwegs, aber mit den Teilen im Gepäck habe ich frischen Mut getankt. Also lass dich nicht aufhalten. Man sieht sich. Entzückend. Ja, ey. Ihm hat's gefallen, das finde ich gut. Das heißt, unsere, warte mal, können wir uns hier, ja, können wir. Wir schlafen immer kurz eine Runde. Das heißt, die Beziehung zu Ray wird dann wahrscheinlich eine bessere werden. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auswirken wird. Hoffentlich wird sich das auswirken. Wie sieht's denn aus? Weiter mit Questen. Falsche Lehren, Aufbruch zu fernen Ländern, spurlos verschwunden. Ja, das ist klar. Der fehlende Mann, der neue Outlaw. Rock ist ein Setzer, der seinem alten Leben nichts mehr abgewinnen kann. Ich soll ihm Trockenfleisch, Wasser und eine Waffe besorgen. Erst dann sieht er sich imstande, die Reise zu den Outlaws der Wüste zu schultern, da er sich ihnen anschließen möchte. So, dann haben wir hier noch Tavar. Doc wurde richtig reines Zeug gestohlen. Ich soll herausfinden. Ach so, Moment, wir haben einen Schlüssel bekommen. Wir haben von Red einen Schlüssel bekommen und wir haben vorletzte Folge haben wir einen Geheimgang gefunden und eine Truhe, die wir auch nicht aufmachen konnten, von aus dem Fort. So, wir haben eine Handvoll Splitter, das ist noch das, was wir machen müssen und das haben wir auch noch. Aber es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Guck mal, wir stehen schon wieder kurz vor dem Level Up.
Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wir brauchen jetzt erstmal... Wir brauchen jetzt aber erstmal... Das ist mein Marker. Moment, den will ich irgendwie wegmachen. Der stört gerade. Marker entfernt. So. Jetzt ist die Frage, was tun wir jetzt? Wir haben da noch eine... Was ist das? Was sehe ich da in die Richtung? Ich dürfte doch eigentlich gar nichts sehen. Was ist das für eine Markierung? Ist es die Nord... Nee, die Nordmarkierung ist es nicht. Was ist denn das? Ah, okay, das ist der Teleporter. Hm, ich vergaß. Ah, warte mal. Hier drüben ist noch ein fettes Gerät von den Alps. Ob wir den vielleicht mit ihm ja auch erledigt bekommen? Der war hier auf der Rückseite von dem Teil. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Ja. Das Biest kaufe ich mir. Ja, okay, zeig's ihm. Ich weiß, ich bin... Ups. Ich weiß, ich bin... Der hat ja noch... Nein! 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 Oh. Das lassen wir aber lieber sein. Der ist zu stark für uns. Der ist definitiv viel zu stark für uns. Das lassen wir aber lieber sein. Ich gucke mal. Sandy Pines, da war er nicht. Wo war denn der Abtrünnige? Oh, der Abtrünnige. Oh, was ist das denn? Das ist, glaube ich, Alpgegend, ne? Wo war denn der Abtrünnige? Südklippen, da waren die komischen Monster, wie auch immer. Wir haben hier noch was im großen Aufzug, glaube ich, ne? Das unten haben wir hochgeholt. Das sind aber auch alles die Berserker. Oh. Ich kenne Ray. Warum suchst du nach ihm? Wer tut das nicht? Es ist eine ganze Kiste Splitter auf ihn ausgesetzt worden, Mann. Hey, Moment mal. Da ist ja der Mistkerl. Mann, Ray. Du steckst ganz schön tief in der Scheiße. Weißt du das? Freut mich auch, dich zu sehen, Mason. Bist du jetzt dein neuer Aufpasser, oder was? Sieht ganz so aus. Tja, Mann, dann haben wir jetzt wohl ein kleines Problem. Nö, glaube ich nicht. Ich will seinen Arsch und du hältst deine schützende Hand über ihn. Also, wie regeln wir das jetzt? Ihr wart doch früher mal Gefährten. Zählt das denn gar nichts? Nee, Kumpel. So billig kommst du mir nicht davon. Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? Von seinem Steckbrief. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Und wenn es so wäre? Ich kauf dir den Steckbrief ab und du vergisst die Sache. Ach ja? Nun, das wird aber nicht billig. Also 200 Splitter müssten es schon sein. Ja, okay, komm, ja, hast du. Hier ist das Geld. Gib mir den Steckbrief. Mit Vergnügen. Ray, hier gefällt das? Ihn. Wieso ist die Kälte gestiegen? Und jetzt hörst du auf, nach Ray zu suchen. Wen? Ich sehe, wir verstehen uns. Wenn du das sagst. Interessant. So, hast du noch irgendwas anderes? Besser. Ist gesünder für dich. Was? Hätte ich mal vielleicht doch einen überziehen sollen. Wir haben uns aber hier noch gar nicht so richtig umgesehen, fällt mir gerade auf. Da ist keiner. Da oben rennt eine Wache. Ich denke mal, das wird auch nur eine Wache sein, ne? Namenlos. Ja, ja, ja. Mein Name ist Berserker. Ich bin schon 12 Jahre alt. Oder so ähnlich. So, hier ist auch einer. Oh. Doch, den hatten wir schon, ne? Bei dem sind wir ja angekommen. Nee, sind wir mit dem angekommen? Nee, ne? Doch. Es ist so verwirrend, echt, manchmal. Ach, und hier hinten sind wir ja auch geplättet worden, als wir hier lang gelaufen sind. Ganz schön hoch hier. Jo, ganz schön hoch. Dass du nicht runterfällst. Was?
Was soll da schon passieren? Da sind wir nämlich hier hinten lang gelaufen, falls ihr euch erinnert, also für diejenigen, die hier mit zugucken ab und zu noch. Da sind wir... Stan. Quatschen, fehlt mir die Zeit. Ja, haben wir auch. War nur ein Test. Da sind wir hier hinten nämlich mörderisch krepiert, weil da so ein riesen Viecher dann auf einmal unterwegs waren. So. Und ich weiß nicht, was sich hier hinten verbirgt, weil das ist jetzt der normale, reguläre Abstieg. Wobei wir ja mit unserem Ach, der ist ja wieder da. Oh. Ey. Wie hat denn das Vieh geschafft, mich zu treffen? Aber na gut. Wir müssen uns aber wieder irgendwie stringenter voran bewegen hier. Ich habe heute richtig Wortführungsschwäche. Es wird, glaube ich, langsam Zeit fürs Bett. Weil... Wir streifen schon wieder hin und her und das einfach nur, weil wir die alten Questen jetzt gemacht bekommen haben oder abgeschlossen bekommen haben und dadurch jetzt hier wieder so wild kunterbunt im Raum umher stehen. Also wie gesagt, hier gab es irgendwo ein ganz hässliches, schweres Viech. Da sind wir, glaube ich, da lang gelaufen. Ne, da kommen wir zum Wasserfall. Hier sind wir lang gelaufen und mussten uns dann hier hinten rüber retten, weil das Viech so stark war. Für unsere ganzen zärtlichen, schmal-litzigen Knochen. Aber vielleicht können wir mit Hilfe von Ray, dem Vieh. Das Biest kaufe ich mir. Sehr gut. Einer richtig ringgesammelt. Super. Tja. Du hast deine Arbeit. Komm. Nimm die Agro auf dich. Was? Wow. Boah, Ray, ich liebe dich. Endlich haben wir es diesen Vogel heimgezahlt. Ah, das ist so schön, das ist so schön. Ich mache hier ein Päuschen. Das passt nämlich ganz gut. Der Weg ist frei. Wir brauchen keine Angst haben hier mehr. Ich stelle mich mal hier oben hin. So. Haben wir einen besseren Überblick. Guck mal, da hinten ist irgendwer. Da hinten ist auch irgendwer. Vielleicht hätten wir einfach bloß dahinrennen brauchen und die hätten uns geholfen. Ich weiß es ja nicht. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Was? Da war ein Geräusch auf dem linken Ohr. Ich habe Angst. Bis dahin, euer Firefox.